Guten Tag, ich bin Simon Kasper und ich möchte heute darüber sprechen, wie quantitative Konstruktionen sprachlicher Performance, wie sie beispielsweise in textgenerativen KIs vorliegen, menschliche Qualitäten im Strukturaufbau der Sprache übergehen. Ein Thesenpapier zu diesem Vortrag, das ist im Prinzip der Vortrag selbst als Präsentation, liegt hier als Thesenpapier vor. Einfach den Link eingeben oder den QR-Code scannen, dann finden sich in der Präsentation auch aktive Hyperlinks zur angegebenen Literatur. Meine These ist heute die folgende. Zunächst einmal wissen wir, dass ChatGPTs frappierende Leistungen auf der statistisch-quantitativen Tiefenanalyse blanken Textes basieren. Und diese Tiefenanalyse geht weit über das hinaus, was Menschen machen können. Wenn man sich den Output anschaut, in vielen Kontexten ist der schon ununterscheidbar von menschlichen Sprachproduktionen, dann scheint damit oder scheinen andere Konzeptionen menschlicher Sprachkompetenz und Performance in Frage gestellt zu werden. Dazu gleich mehr. Ich möchte argumentieren, dass die Sprache wacher, pathologisch unauffälliger Menschen aber in Leistung und Struktur ganz stark von spezifisch menschlichen Qualitäten durchdrungen ist, also von ChatGPT nicht in Frage gestellt wird. Und dies gilt es zu bedenken, wenn menschliche Sprachkompetenz am Vorbild von ChatGPT modelliert wird, aber auch umgekehrt, wenn man über ChatGPT spricht, als ob man über menschliche Sprachkompetenz sprechen würde. Folgendes habe ich vor. Ich möchte zunächst begründen, dass eine kompetente Performance menschlicher Sprache nicht rein quantitativ konstruierbar ist. Ich möchte dann Grundannahmen zu Leistung und Struktur der menschlichen Sprache präsentieren, wie ich sie in meiner eigenen Sprachtheorie der Instruktionsgrammatik formuliert habe. Und ich möchte drittens interessante menschliche Qualitäten im Leistungs- und Strukturaufbau der Sprache nachweisen, die auf diesen Grundannahmen aufbauen. Ich kann dabei aus Zeitgründen weder linguistisch noch philosophisch gründlich sein. Gleichzeitig ist der Vortrag recht voraussetzungsreich. Das sind schlechteste Voraussetzungen, aber ich hoffe, dass trotzdem etwas dabei für Sie herausspringt. Kommen wir zu dem ersten Punkt der Konstruktion kompetenter Performance menschlicher Sprache mittels quantitativer Verfahren. Wenn wir uns anschauen, wie ChatGPT funktioniert, wie ChatGPT zu seinem sprachlichen Output kommt, zu seinen sprachlichen Ausgaben, auf menschliche Anfragen hin, dann wissen wir, dass dieser Output rein auf reinem Text, auf blankem Text basiert, natürlich in einem maschinenlesbaren Format, aber völlig dekontextualisiert. Das sind nur Symbole, Buchstabensymbole, Leerzeichen, Interpunktion, aber letztlich eben bloß Symbole in ihren statistischen Merkmalen zueinander. Und diese statistische Analyse, die das große Sprachmodell darüber anstellt, stellt es aufgabenunabhängig an. Was oft verschwiegen wird, ist, dass ChatGPT auch auf Training durch Menschen basiert, das dann wiederum seinen Input gebildet hat und auf Basis dessen er sich dann mit rekursivem Reinforcement Learning weiter selbst geschult hat, sozusagen. Das heißt, wir haben blanken Text und diesen blanken Text analysiert ChatGPT so, dass am Ende dabei sprachlicher Output herauskommt, der in vielen Kontexten nicht mehr zu unterscheiden ist von menschlichem Output. Hier ist allerdings zu bedenken, dass in der Vorformatierung der Trainingsdaten natürlich bereits kumulierte kulturelle Leistungen und Aufgabenlösungen vorliegen,
die von Menschen durchgeführt wurden, und zwar nach Zwecken. Das heißt, ganz from scratch sozusagen arbeitet ChatGPT nicht, sondern auch der blanke Text ist sozusagen schon menschlich vorformatiert oder zumindest auf Basis menschlicher Kriterien. Diese Funktionsweise von ChatGPT, Sprache zu generieren, die grammatisch wohlgeformt und semantisch sinnvoll zu sein scheint, auf Basis von blankem Text, stellt jetzt traditionelle Konzeptionen der natürlichen Sprache in Frage. Da haben wir zunächst das Argument from Poverty of the Stimulus von Chomsky, auch Platons Problem genannt. Und hier an diesem Locus Classicus sagt Chomsky, dass ein Kind die grammatische Kompetenz seiner Muttersprache eigentlich nicht allein auf Basis des sprachlichen Inputs erwerben kann, weil diese Daten defizitär sind, weil auf Basis dieser Daten mehrere Grammatiken konstruiert werden könnten, aber tatsächlich nur die Grammatik der Muttersprache dabei herauskommt, und deshalb müsste das Kind von Anfang an über die Kenntnis der grundsätzlichen Funktionsweise der Grammatik verfügen. Mit anderen Worten, es müsste bereits grammatische Fähigkeiten von Geburt an haben. Die müssten angeboren sein. Die gegenwärtige kognitive Linguistik, insbesondere die kognitive Konstruktionsgrammatik gebrauchsbasierter Prägung, die geht jetzt gegen Chomsky davon aus, dass es kein angeborenes grammatisches Wissen geben muss, aber voraussetzungslos kann natürlich ein Kind seine Sprache auch nicht erwerben. Die kognitive Linguistik geht davon aus, dass die Sprache auf der Grundlage des Inputs, natürlich im situativen Kontext und im sozialen Kontext, zusammen mit domänenübergreifenden Prozessen gelernt wird. Und das bedeutet, das sind allgemeine kognitive Prozesse, nicht spezifisch sprachliche. Also sowas wie Kategorisierung, Aufmerksamkeitssteuerung, Prinzipien der kooperativen Kommunikation, allgemeine Verarbeitungsanforderungen und dergleichen. Jetzt ist es natürlich klar, dass diese Konzeptionen des Sprachwissens von Chomsky und die von der kognitiven Linguistik, die werden jetzt grundsätzlich durch ChatGPTs Fähigkeiten in Frage gestellt, weil ChatGPT eben keine domänenübergreifenden kognitiven Fähigkeiten besitzt und auch keine angeborenen grammatischen Kenntnisse, sondern eben blanken Text als Input hatte. So, wenn also jetzt eine generative KI aber etwas in den Daten zählt, also in seinen Trainingsdaten, und statistische Analysen daran durchführt und am Ende Leistungen erbringt, die menschlicher Sprachkompetenz gleichkommen sollen, dann wird in Bezug auf diesen letzteren Punkt, also die Gleichsetzung mit der menschlichen Sprachkompetenz, vorausgesetzt, dass das, was die KI beim Zählen als Einheiten behandelt, auch die relevanten Einheiten in der Erfahrung menschlicher Sprecher widerspiegelt. Das ist jetzt aber hochgradig unwahrscheinlich oder unplausibel. Daten, so wie sie bei ChatGPT vorliegen oder so wie was der Input, der sprachliche Input für ein Kind darstellt, Daten sind als solche strukturell unterbestimmt. Und zwar solange es keine Kriterien gibt, nach denen sie strukturiert werden können. Die Frage, was als Zähleinheit im Input zählt, ist die Frage nach den Kriterien, nach denen etwas, das eins ist, also von lateinisch unum, von etwas unterschieden werden kann, das nichts ist, das vieles ist oder Teil von etwas anderem ist. Das Zählen von etwas aus dem Input setzt also die Bestimmtheit
dessen voraus, was gezählt werden soll. Und ohne die entsprechenden Kriterien ist das Zählen willkürlich. Wenn oder falls Input-Quantitäten aber jetzt für die sprachliche Kompetenz relevant sind, dann dürfen die Einheiten, die in den statistischen Analysen gezählt werden, nicht willkürlich bestimmt sein, sondern sie müssen für die menschliche Erfahrung bedeutsam sein. Und deshalb müssen die Kriterien, nach denen die Einheiten im Input bestimmt werden können, qualitative sein, denn sie sind es, die Erfahrung bedeutsam machen. Das heißt, ohne qualitative Kriterien sind die Einheiten des Zählens arbiträr. Wir brauchen daher diese qualitativen Kriterien, damit wir wissen, was im Input überhaupt bedeutsam ist. So, und damit sind wir jetzt bei der sprachphilosophischen und sprachtheoretischen Grundannahmen zum qualitativen Leistungs- und Strukturaufbau der Sprache und damit bei der sogenannten Instruktionsgrammatik. Hier habe ich ein paar meiner wichtigsten Publikationen aufgezählt. Ja, die meisten sind im Open Access verfügbar und von diesen Arbeiten werde ich im Folgenden zehren. Die Grundideen der Instruktionsgrammatik sind jetzt die folgenden. Ich gehe davon aus, dass sprachliche Äußerungen geordnete Anleitungen zum simulierten Erleben von Situationen und Ereignissen sind. Und dieses simulierte Erleben kann sensorisch, motorisch, emotional, affektiv und kognitiv sein. Und diese Ordnung der Instruktionen, die kann man als Grammatik beschreiben. Und die Fähigkeit zum simulierten Erleben ist jetzt abhängig von dem Grad, in dem das sprachlich Ausgedrückte, also das, was in der Äußerung gesagt wird, von unseren gemachten Erfahrungen gedeckt ist. Hier ist also die Sprache von der Erfahrungsgedecktheit dessen, was in der Äußerung ausgesagt wird. Verstehen und zu verstehen geben kovariieren in Bezug auf ihre Tiefe mit Erfahrungsgedecktheit. Das heißt, verstehen und zu verstehen geben hat eine bestimmte Tiefe und diese Tiefe des Verstehens und zu verstehen gebens, die hängt damit zusammen, wie stark das, was wir verstehen oder zu verstehen geben, von unseren Erfahrungen gedeckt ist. Denn dann können wir sie eben in gewisser Tiefe sensorisch, motorisch, emotional, affektiv, kognitiv simulieren. Und die Erfahrung ist jetzt dementsprechend, Stichwort Tiefe, durch einen Leistungsaufbau strukturiert. Die unterste Stufe ist die Anthropomorphizität des Leibes. Das bedeutet schon, die menschliche Gestalt unseres Körpers ist eine Verstehensressource beim sprachlichen Verstehen und zu verstehen geben. Jetzt ist es so, dass jede Stufe dieses Leistungsaufbaus in die jeweils nächste Stufe eingeht. Die nächste Stufe ist dann der sensormotorische Merk- und Wirkkreis, symbolisiert in der Hand oder in sowas wie Praktiken. Wenn wir sowas haben wie einen Ast, dann erschließen wir uns die Bedeutung oder Bedeutsamkeit dieses Astes in frühester Kindheit sensomotorisch. Das heißt, wir erschließen uns die Wirklichkeit und beispielsweise die Eigenschaften eines Astes, indem wir uns motorisch und sensorisch damit auseinandersetzen. Darüber bauen wir irgendwann einen werkzeuggestützten Merk-Wirkkreis. Das heißt, wir merken, wir können diesen Ast auch als Werkzeug einsetzen, zum Beispiel als Organerweiterung. Wir können damit unseren Arm verlängern, um zum Beispiel einen Ball aus dem Baumwipfel rauszukriegen. Darüber bauen wir den Gebrauch abgelöster Artefakte. Das wäre dann die Technik und der Organersatz. Wir können uns beispielsweise aus Ästen eine Hütte bauen. Damit ersetzen wir ein Fell, das wir nicht haben, wenn wir uns darin vor Kälte schützen können beispielsweise. Darüber finden wir ein transmodales und mediales Sehen. Das hängt damit zusammen, dass wir Menschen so organisiert sind,
dass bei uns die Motorik und die Sensormotorik der sensorische Apparat, das Auge eng miteinander verknüpft sind. Das führt dazu, dass wir, sobald wir einen bestimmten basalen Grad sensormotorischer Welterschließung hinter uns haben, also uns die Welt ertastet und begriffen haben, dass wir dann sozusagen die praktischen Eigenschaften der Wirklichkeit um uns herum, was kann man damit tun, in welchen Beziehungen können die Sachen in unserer Umwelt zueinander stehen, in welche Beziehungen können sie gebracht werden, dass wir das dann den Dingen in unserer Umwelt ansehen können. Das heißt, wir können Praktisches in den Gegenständen sehen. Und das ist mit transmodalem und medialem Sehen gemeint. Nun ist es so, also wir können dann einem Ast beispielsweise ansehen, dass wir daraus eine Krücke, eine Armverlängerung, einen Speer, einen Schläger und so weiter machen können. Da müssen wir ihn nicht mehr anfassen, sondern wir können es ihm ansehen. Und in der sechsten Schicht, dem transmodalen und medialen Vorstellen, da haben wir das natürlich auch so, dass wir um diese Fähigkeiten zu haben, nicht mal mehr den Ast sehen müssen. Wir können uns den Ast vorstellen und wir können ihn uns als Krücke, als Schläger, als Armverlängerung vorstellen. Und diese ganze Leistung, die praktisch in unser Konzept eines Astes als eines Schlägers, als einer Krücke und so weiter eingeht, das ist sedimentiert und kristallisiert in den Wörtern unserer Sprache, zum Beispiel in dem Wort Krücke, in dem Wort Speer, in dem Wort Schläger. Da steckt alles von 1 bis 6 drin. Und zuletzt haben wir noch die Grammatik. Das ist das Ordnungsinstrument für die Simulationsinstruktion. Die Grammatik hilft uns dabei oder ordnet unsere simulierten Erlebnisse. Die sagt uns, wie wir uns die kristallisierten Wörter in ihrer Beziehung zueinander vorstellen sollen. So, umgekehrt heißt das nicht nur, dass die niedrigeren Leistungsstufen in die höheren eingehen, sondern das bedeutet auch, dass die höheren jeweils auf die niedrigeren zurückgreifen. Und das wiederum bedeutet, dass wir im Verstehen von Sprache und im Zuverstehen geben durch Sprache immer zurückgreifen auf die Leistungsstufen unterhalb der sprachlichen Leistungsstufen. Und dass das so ist, das möchte ich jetzt an bestimmten menschlichen Qualitäten im Leistungs- und Strukturaufbau der Sprache demonstrieren. Ich habe 3 Beispiele mitgebracht, an denen ich das zeigen will. Das erste Beispiel steht unter dem Stichwort Motivation und Ausbeutung. Ich gehe davon aus, dass es motivierte und ausbeutende Äußerungen gibt. Und motivierte und ausbeutende Äußerungen sind an der grammatischen Oberfläche gleich, sie unterscheiden sich aber gravierend in ihrer Rekrutierung des menschlichen Erfahrungsaufbaus. Und dies zeitigt auch Reflexe in der grammatischen Makrostruktur. Was verstehen wir unter motivierten Äußerungen? In motivierten Äußerungen stehen Subjekt und Objekt oder Objekte für sensormotorisch und perzeptiv Dinghaftes. Also Subjekt und Objekt drücken Dinge aus und die Subjekt und Objekt können im Satz als Erlebnis einer Figur-Grundkonfiguration diagrammatisch-ikonisch simuliert werden. Eine Äußerung ist ja eine Anleitung, um ein Erlebnis zu simulieren, und der Bär bedroht den Menschen ist eine Anleitung, um ein Erlebnis zu simulieren. Und wenn wir das tun, dann greifen wir hier auf unsere sensormotorischen und perzeptiven Fähigkeiten zurück. Der Bär und der Mensch sind für uns Dinge. Wir können sie als Dinge wahrnehmen mit äußeren Grenzen, die ablösbar von ihrem Hintergrund sind. Und als solche bilden sie eine Figur-Grundkonfiguration.
Und wir können jetzt an der Äußerung entlang, der Bär bedroht den Menschen, dieses Erlebnis simulieren, dass der Bär den Menschen bedroht. Und dieses motivierte Abbildungsverhältnis zwischen Ausdruckstypen, Subjekt und Objekt im Satz, und Objekten, Dingen der Wahrnehmung kann jetzt ausgebeutet werden. Eine erste Art der Ausbeutung ist die Hypostasierung. Dabei stehen Subjekt und Objekt im Satz für einen ganzen Sachverhalt und können deswegen auch nicht als Erlebnis einer einzigen Figur-Grundkonfiguration diagrammatisch-ikonisch simuliert werden. Ein Beispiel ist so ein Satz wie: Der Klimawandel bedroht den Menschen. Da ist klar, der Klimawandel ist keine mögliche Figur der Wahrnehmung. Das ist kein Ding, das können wir nicht sensomotorisch perzeptiv als Ding wahrnehmen, sondern was wir hier haben, ist das ein ganzer Sachverhalt in einer grammatischen Position vorkommt, in einer grammatischen Rolle, die eigentlich aus der Perspektive der Motivation für einen Ding-Ausdruck reserviert wäre. Und ein zweiter Prozess der Ausbeutung ist die Kompression. Dabei stehen Subjekt und Objekt in einem Satz für mehrere gleichartige Figur-Grundkonfigurationen und deshalb können sie nicht als Erlebnis einer einzigen Figur-Grundkonfiguration diagrammatisch-ikonisch simuliert werden. Ein Beispiel dafür ist die distributive Lesart von alle in Alle Männer gehen in den Supermarkt. In dieser Lesart bedeutet das, alle Männer, und zwar einer nach dem anderen, geht in den Supermarkt. Das heißt, wir haben hier ganz viele gleichartige Figur-Grundkonfigurationen. Mann 1 geht in den Supermarkt, Mann 2 geht in den Supermarkt, Mann 3 geht in den Supermarkt und die sind alle in diesem einen Satz mit einem Subjekt und einem Objekt komprimiert. Es gibt auch noch eine andere Lesart dieses Satzes, alle Männer gehen in den Supermarkt, und zwar mit der kollektiven Lesart von alle. Alle Männer gehen auf einmal als Pulk in den Supermarkt. Und hier haben wir einen perzeptiven Prozess, in dem wir diese Männer eben als Pulk und damit als eine Einheit wahrnehmen können oder auch erkennen können. Und als solches würde diese Konstruktion, dieser Satz wieder eine motivierte Abbildung darstellen, eine motivierte Figur-Grund-Relation. Die These ist nun, dass das motivierte Abbildungsverhältnis zwischen Sätzen und der Ereignisperzeption im Aufbau der menschlichen Erfahrung begründet ist. Motivierte Sätze werden deshalb, weil sie eben auf die Ressourcen des menschlichen Erfahrungsaufbaus zurückgreifen, schneller und akkurater verstanden, sind ontogenetisch und glottogenetisch, also sprachgeschichtlich früher, und sie sind sprachtypologisch weiter verbreitet als die ausbeutenden Sätze. Das kann man in implikationalen Universalien fassen. Und die nehmen Bezug auf die menschlichen Qualitäten im Leistungs- und Strukturaufbau der Sprache. Zum Beispiel kann man das universal formulieren: Jede Sprache, die einen Quantifizierer mit der Bedeutung jeder hat, das wäre die Ausbeutung, jeder Mann geht in den Supermarkt, das heißt, das ist Kompression. Jede Sprache, die einen solchen Quantifizierer mit der Bedeutung jeder hat, hat auch einen Quantifizierer mit der Bedeutung alle, ja, wo wir alle als Einheit fassen können, aber nicht umgekehrt. Das heißt, es gibt keine Sprache, die einen Quantifizierer mit der ausbeutenden Bedeutung hat, aber keinen mit der motivierten Bedeutung. Und das ist das grundsätzliche Muster jedes dieser Universalien. Jede Sprache, die das Passiv ausbeutender Äußerungen zulässt, lässt auch das Passiv entsprechender motivierter Äußerungen zu, aber nicht umgekehrt. Wir können sagen, Holger hat heute viele Stürze von Fahrern gesehen, das wäre motiviert. Ausbeutend wäre, der heutige Tag hat wieder viele Stürze von Fahrern gesehen. Das ist sowas, was man in der Tour de France
Übertragung hört beispielsweise. Jetzt können wir ein Passiv von dem motivierten Satz bilden. Viele Stürze von Fahrern wurden heute von Holger gesehen, aber wir können kein Passiv bilden von dem ausbeutenden Satz. Viele Stürze wurden heute von diesem Tag gesehen, kann man nicht sagen. Das heißt, wenn wir dieses Passiv der ausbeutenden Äußerung bilden könnten, dann könnten wir immer auch das Passiv der motivierten Äußerung bilden. Aber das muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass wir nur das Passiv der motivierten Äußerung bilden können. Was nie zutreffen wird, ist, dass wir das Passiv der ausbeutenden Äußerung bilden können, ohne das Passiv der motivierten Äußerung bilden zu können. Jede Sprache, die Substantive für Situationen oder Ereignisse hat, also für ganze Sachverhalte, Stichwort Arbeitslosigkeit bedroht den Mann, dann hat eine Sprache auch Substantive für Dinge, also für echte Objekte der sensomotorischen Wahrnehmung und Perzeption, aber eben nicht umgekehrt. Es wird keine Sprache geben, die Substantive für Sachverhalte hat, aber keine Substantive für Dinge. Jede Sprache, die eine reziproke Relation mittels Reziprokpronomen ausdrückt, das wäre Ausbeutung durch Kompression, hat auch diagrammatisch-ikonische Mittel zu ihrem Ausdruck, aber nicht umgekehrt. Also eine Sprache, in der es möglich ist zu sagen, Abelard und Eloise lieben einander. In dieser Sprache ist es auch möglich zu sagen, Abelard liebt Eloise und Eloise liebt Abelard, aber nicht umgekehrt. So, kommen wir jetzt zum zweiten Beispiel der Interpretation grammatisch mehrdeutiger Sätze. Hier ist die These folgende. Grammatisch mehrdeutige Sätze werden nicht auf Zufallsniveau mit einer der möglichen Lesarten interpretiert, sondern sie sind korrekt verstehbar mit Hilfe von kognitiven Heuristiken, die im Leistungsaufbau der menschlichen Erfahrung begründet sind. So, wenn wir in die Sprachen reinschauen, dann sehen wir, dass durch defiziente Flexionssysteme und freie Satzgliedstellungen es in vielen Sprachen eine hohe Anzahl an Sätzen gibt, die zwischen Subjekt und Objekt grammatisch mehrdeutig sind und damit auch zwischen Agens und Patiens. In dem hochalemannischen Satz und vor selberer Stund a hätt sie die Jünger zu sich gnah, sehen wir, dass sie und der Jünger keine eindeutigen Kasusmarkierungen haben. Die können beide sowohl Nominativ als auch Akkusativ darstellen. Und deshalb kann sowohl sie das Subjekt sein und der Jünger das Objekt, als auch sie das Objekt und der Jünger das Subjekt. Das heißt, der Satz hat zwei Bedeutungen. Einmal ist sie Subjekt und Agens und einmal ist der Jünger Subjekt und Agens. Wenn wir in andere Sprachen und Sprachstufen schauen, dann sehen wir, dass hier zum Beispiel im Neuhochdeutschen und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Dieser Satz ist eindeutig, weil grammatisch der Jünger nur den Nominativ darstellen kann. Im Altenglischen können sowohl sie und der Jünger nur einen Kasus repräsentieren und deshalb ist auch der Satz morphologisch eindeutig. Und im Neuenglischen haben wir den Fall, dass that disciple und the mother of Jesus beide morphologisch mehrdeutig sind. Die könnten wieder beide Subjekt und Objekt sein. Aber hier ist die Satzstellung fest geworden, sodass die Satzstellung anzeigt, dass der Jünger das Subjekt sein muss und die Mutter Jesu das Objekt. So, jetzt gibt es aber ziemlich viele Sätze in sehr vielen Sprachen dieser Art, wie wir sie im Hochalemannischen finden. Und trotzdem haben die Sprecher dieser Sprachen eigentlich keine Probleme, diese Äußerungen richtig zu verstehen. Und jetzt die Frage, warum?
Ja, jetzt könnte man sagen, ja gut, wegen dem Kontext, aber der Kontext spielt keine entscheidende Rolle. Das habe ich in einer Korpusstudie gezeigt. Und zwar, die grammatisch mehrdeutigen Sätze sind ohne Rückgriff auf Kontext und Kotext mit den im Satz verfügbaren Mitteln richtig interpretierbar. Und zwar, wenn man an die Interpretation mit der unbewussten Erwartung herangeht, dass erstens bei grammatischer Mehrdeutigkeit zwischen Subjekt und Objekt das höher belebte Satzglied das Subjekt bzw. Agens ist. Und bei gleicher Belebtheit ist das zuerst ausgedrückte Satzglied das Subjekt bzw. Agens. Was heißt hier höher belebt? Das referiert auf die sogenannte Belebtheitshierarchie, auf der verschieden belebte Entitäten rangieren. Und diese Belebtheitshierarchie mutet mythisch oder irrational an. Sie ist aber sozusagen allgegenwärtig in der Sprache. Die begegnet an den verschiedensten Stellen und in allen Sprachen. So, und die Wirksamkeit von Belebtheit und der Reihenfolge bei der Interpretation und in der Sprachstruktur, die sind jetzt auch in anderen Subdisziplinen der Linguistik nachgewiesen. Da gehe ich jetzt aber nicht im Einzelnen drauf ein. Hier sind die Daten beziehungsweise Angaben. Die Frage ist jetzt natürlich, warum sind höhere Belebtheit und zuerst genannt zu werden wirksam bei der Interpretation grammatisch mehrdeutiger Sätze und auch anderswo in der Sprache? Die Antwort ist, höhere Belebtheit oder hohe Belebtheit und zuerst genannt zu werden sind im zu simulierenden Erlebnis semiotische Indizes für verantwortliche Ursachen. Erinnern Sie sich, sprachliche Äußerungen sind ja geordnete Anleitungen zum simulierten Erleben von Situationen und Ereignissen. Und die grammatisch mehrdeutigen Sätze sind mit Hilfe von höherer Belebtheit und bei gleicher Belebtheit durch frühere Nennung korrekt interpretierbar. Und Belebtheit und frühere Nennung sollen nun semiotische Indizes für verantwortliche Ursachen sein. Was heißt das? Es gibt hier eine Präferenz für verantwortliche Ursachen, die ich als kognitive Heuristik und als Instinktresiduum begreife. Der Mensch ist ein prädiktives Lebewesen, das heißt, er versucht zugunsten seines eigenen Wohlergehens und der Maximierung seiner Handlungsfähigkeit stets so schnell wie möglich und prädiktiv das vordere Ende von Ereignissen zu identifizieren. Der will also so schnell wie möglich wissen, warum irgendwas passiert ist. Und der erste geeignete Gegenstandskandidat in einem erlebten oder eben simulierten Ereignis wird bei Abwesenheit widerstreitender Evidenz als diese Ursache identifiziert, sobald es die wahrnehmbaren Merkmale zulassen. Und dieser als Ursache identifizierte Gegenstand wird auch bei Abwesenheit widerstreitender Evidenz als verantwortliche Ursache interpretiert, wenn er als inhärentes Merkmal plus human aufweist. Warum sollte das so sein? Diese Präferenz für verantwortliche Ursachen ist konstitutiv für das menschliche, spezifisch menschliche Weltverhältnis. Das ist durch Weltoffenheit und spezialisierte Unspezialisiertheit geprägt. Und diese Präferenz für verantwortliche Ursachen bleibt durch alle Leistungsstufen der Erfahrung hindurch erhalten. Und sie garantiert in der menschlichen Sprachkompetenz und Performance jetzt genau dort, wo das instruktive Ordnungssystem Grammatik versagt, das erfolgreiche Verstehen. Und die Grammatik versagt da, wo wir es mit grammatisch mehrdeutigen Sätzen zu tun haben. Wir können die trotzdem richtig verstehen, weil darin eben die Präferenz für verantwortliche Ursachen aktiv ist. Und verantwortliche Ursachen werden angezeigt durch hohe Belebtheit und dadurch, dass sie zu früh oder zuerst in einem Ereignis auftreten. Egal, ob das nun ein wirkliches Ereignis ist oder eine sprachliche Äußerung, denn wir simulieren ja sozusagen das Erlebnis des Inhaltes dieses Satzes.
Und deshalb ist darin die Präferenz für verantwortliche Ursachen auch noch aktiv. Kommen wir zum letzten Beispiel, der Interpretation grammatisch eindeutiger Sätze. In grammatisch eindeutigen Sätzen haben wir jetzt aussagekräftige grammatische Zeichen, sowas wie eindeutige Kasusmorphologie oder eine feste Wortstellung. Und diese grammatischen Signale in eindeutigen Sätzen, die konkurrieren jetzt natürlich mit den instinktresidualen kognitiven Heuristiken des Menschen, sind dabei aber grundsätzlich verbindlicher. Wir werden gleich sehen, was das heißt. Und dies ist in der Hierarchie der menschlichen Lern- und Aktivitätsformen begründet. Durch sie kann sich der Mensch grammatische Mehrdeutigkeit leisten. Also, in grammatisch eindeutigen Sätzen treffen jetzt natürlich grammatische Signale, also sowas wie eindeutige Kasusmorphologie, und außergrammatische Signale, sowas wie hohe Belebtheit und in einem Satz zuerst zu kommen, aufeinander. Jetzt können dabei zwei verschiedene Sachen passieren. In Szenario A entsprechen die grammatischen Signale, Morphologie und syntaktifizierte Reihenfolge beispielsweise, dem, wozu uns schon die Präferenz für verantwortliche Ursachen anleiten würde. Zum Beispiel in Er nahm das Brot haben wir einen eindeutigen Nominativ und der zeigt uns an, aha, Subjekt ist er. Die Präferenz für verantwortliche Ursachen sagt, höher belebt und zuerst genannt ist das Subjekt oder Agens. Das weist auch auf er hin. Daher entsprechen sich hier die grammatischen Signale und die außergrammatischen Signale. In Szenario B ist das anders. Die grammatischen Spezifikationen widersprechen der Präferenz für verantwortliche Ursachen. Da nahm sie der Jünger zu sich. Sie ist zwar gleich belebt wie der Jünger, aber sie kommt zuerst und deshalb würde die Präferenz für verantwortliche Ursachen sagen, sie ist das Subjekt. Aber die Grammatik sagt, der Jünger, eindeutig Nominativ, ist das Subjekt. Deshalb kommt es hier zu einem Konflikt. Und was geschieht jetzt bei einem solchen Konflikt wie in Szenario B? Außer in ganz spezifischen Kontexten sind die grammatischen Signalisierungsmittel immer verbindlicher als die außergrammatischen Interpretationspräferenzen. Warum ist das so? Diese Frage ist eigentlich unheimlich wichtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie jemand schon mal so gestellt hat. Warum ist sie wichtig? Weil sie das Verhältnis von sprachlich-grammatischen Symbolen zu den vorsprachlichen im sensomotorischen begründeten kognitiven Heuristiken des Menschen betrifft. Damit ist sie eigentlich eine Zentralfrage der Phänomenologie, der Symbolphilosophie, der philosophischen und der Kulturanthropologie. Sie verlangt Aufschluss darüber, was Grammatik mit dem sensomotorischen Weltverhältnis des Menschen macht. Und ich habe eine These dazu, und die lautet, dass kognitive oder physische Regungen, die mit höheren Lernformen erworben werden, Vetopotenzial gegenüber kognitiven oder physischen Regungen besitzen, die auf niedrigeren Lernformen basieren. Oder anders gesagt, die höheren Regungen überschreiben die niedrigeren Regungen. Und wir haben hier auf der rechten Seite eine Hierarchie dieser Lern- oder Aktivitätsformen. Die höchste Form ist die Handlung, dann kommt die Routine, dann kommen die Operante und die klassische Konditionierung, dann kommen sowas wie Instinkte und zuletzt sowas wie Reflexe und Prägungen. Wenn wir das jetzt auf die Sprache übertragen, dann, so die These, haben wir es mit folgender Situation zu tun. Wenn wir grammatische Signale befolgen, also Kasusmorphologie zum Beispiel, um auf ihrer Basis Erlebnisse zu simulieren, ist das eine Form der operanten Konditionierung. Wir haben diese Wirksamkeit von grammatischer Morphologie durch Konditionierung erworben. Diese grammatischen Symbole haben deshalb in der Interpretation sprachlicher Äußerungen Veto- bzw. Stattgabepotenzial gegenüber
instinktresidualen kognitiven Heuristiken wie der Präferenz für verantwortliche Ursachen. Veto und Stattgabe deshalb, weil sie intervenieren gegen diese Heuristiken, also die Grammatik interveniert gegen diese Heuristiken und revidiert sie, wenn sie ihnen widerspricht. Und die Grammatik gibt diesen Heuristiken statt und liefert interpretative Gewissheit für sie, wenn sie ihnen entspricht. Meine Schlussfolgerung ist, und das ist jetzt wirklich sehr spezifisch menschlich, der Mensch ist das Lebewesen, das mit grammatischen Symbolen gegen die Suggestionen aus seinem Innern intervenieren kann, also gegen die außergrammatisch instinktresidualen kognitiven Prozesse, und es ist dadurch ein Animal Symbolis Interveniens. Anders gesagt, noch ein bisschen zugespitzter, Symbolismen, insbesondere grammatische Symbolismen, sind eine Institution der menschlichen Selbstdomestizierung. Und damit komme ich nochmal auf die Ausgangsthese zurück. ChatGPTs frappierende Leistungen basieren auf der statistisch-quantitativen Tiefenanalyse blanken Textes. Sie scheinen damit andere Konzeptionen menschlicher Sprachkompetenz und Performance in Frage zu stellen. Was ich versucht habe zu zeigen und wofür ich versucht habe zu argumentieren, ist, dass die Sprache wacher, pathologisch unauffälliger Menschen in Leistung und Struktur ganz stark von menschlichen Qualitäten durchdrungen ist. Das habe ich versucht zu zeigen an der Motivation versus Ausbeutung, an der Interpretation grammatisch mehrdeutiger Äußerungen und an der Interpretation grammatisch eindeutiger Äußerungen, insbesondere in der wechselseitigen Beziehung zwischen grammatischen Mitteln und außergrammatischen Mitteln des Verstehens. Und diese Durchdrungenheit der Sprache mit menschlichen Qualitäten, die gilt es zu bedenken, wenn wir menschliche Sprachkompetenz oder wenn jemand menschliche Sprachkompetenz am Vorbild von ChatGPT modelliert oder umgekehrt jemand über ChatGPT so spricht, als hätte dieses System menschliche Qualitäten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.